Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, ja, Nethercraft. Ihr seht schon, ich bin Level 30. Ich war zwischenzeitlich mal off-cam Level 42. Und wie ihr höchstwahrscheinlich im Thumbnail schon gesehen habt, haben wir Bücher ertradet off-cam. Und zwar Mending- und Explosionsschutzbücher. Und eigentlich waren das hier Explosionsschutz 2 Bücher. Und zwei Explosionsschutz 3 Bücher habe ich von den Villagern ertradet. Vorher hatte ich vier Explosionsschutz 2 Bücher. Die habe ich in Anvil zusammen gemacht zu Explosionsschutz 3 Büchern, was eigentlich keinen Sinn macht, weil 2 plus 2 4 ist und nicht 3. Also, ja. Des Weiteren habe ich noch ein bisschen gebuddelt und dementsprechend, ja, Items gefunden. Diamanten hatte ich ja jetzt welche gefunden gehabt. Was ich aus denen gemacht habe, zeige ich jetzt. Ich habe hier nämlich noch einen weiteren Raum gebuddelt. Der ist zum Enchanten da. Hier ein Enchantment Table. Können wir aktuell zwar noch nichts mit anfangen, weil keine Bücherregale dort sind, aber ja. Ansonsten haben wir noch eine Full-Dia-Rüstung plus Schwert und nicht Schaufel, sondern Picke. Ich habe noch einen Dungeon gelootet. Beim Buddeln habe ich nämlich eins gefunden. Mit einem Skelett-Spawner drin und da war die Gold-Pferderüstung dabei. Und hier habe ich die anderen zwei Goldsachen habe ich gedroppt bekommen von Monstern. Besonders cool Feather Falling 4, also Federfall und Schutz 3. Das finde ich cool. Aber darum geht es heute nicht. Heute wollen wir die Dia-Rüstung mal enchanten. Und das machen wir mit den Büchern. Was warst du nochmal? Sog. Sog bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das drauf machen will. Beim Rest bin ich mir allerdings sicher. Möchte die enchanten. Und zwar erstmal suchen wir mal dahin. Behutsamkeit. Behutsamkeit kommt auf die Picke. Also, lass mich fünf. Lass mich so rum, mehr. Also rum geht gar nicht. Okay. Dann haben wir hier einmal jetzt Behutsamkeit. Und wo haben wir Mending? Explosionsschutz? Nein. Explosionsschutz? Nein. Machen wir Explosionsschutz mal hier hin. Was denn? So. Und noch Explosionsschutzbücher, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir wollen jetzt nämlich noch Reparatur hier drauf klatschen. Kostet mich auch wieder 5 Level. So. Wie viele Level habe ich jetzt noch? 20. So, als nächstes Schwert. Schwert enchanten wir mit erstmal nur mit Reparatur, also Mending. Jetzt kommt die Rüstung. Erstmal Helm. Helm machen wir Explosionsschutz. Und Mending drauf. Wo haben wir's? Das dürfte Explosionsschutz und Mending sein. Aber nur noch 9 Level. Die Chestplate.
Mal Erstreparatur drauf, kostet uns zwei Level. Und dann das hier. Kostet uns sieben Level. Den Rest können wir aktuell nicht enchanten, weil wir keine Level haben. Heißt, wir müssen buddeln. Hier. Heißt, wir brauchen ein Schwert. Schwert mache ich jetzt aber nicht hier hin. Und die Rüstung benutze ich jetzt auch aktuell nicht. Denn ich kann mir keine neue craften. Und die Bücher kommen hier hinten zurück. So, zack, zack. So. Ich brauche vielleicht noch ein Schild. Dann gehen wir mal ein bisschen Level holen. Könnte natürlich. Was ein Regenwetter, kann ich schlafen? Natürlich nicht. Hier müsste es. Ja, wobei, wir ziehen mal, damit die Piglins uns nicht stören, die vorübergehend die goldene Rüstung an. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee, die Goldrüstung anzuziehen, auch wenn die nicht so sehr schützt. Im Gegensatz zu der Dia-Rüstung. Was nicht so schlecht ist. Ich habe das Portal hier etwas verschlossen, weil hier ständig Piglins kamen. So. Und ich habe hier einen Gang gebuddelt. Wir können jetzt nämlich von heißt's, vom Nether aus und unserer Base direkt zum Sumpf, genau. Wie ihr seht, wir können direkt natürlich. Auch. Wir können direkt hier zum Sumpf und müssen nicht dauerhaft hier rum latschen. Wollte ich jetzt eigentlich nur ganz kurz hier hin. Und ihr seht schon, der Regen ist rot. Das liegt an dem Resource Pack, welches ich verwende. Das ist immer noch das, das ich selber erschaffen habe. Zombiefleisch will ich nicht haben. Brauche ich nicht. Also weg damit. So, und wir gehen mal ein bisschen Quarz buddeln. Wenn wir denn welches finden. Wir haben jetzt Level 2. Das hilft uns aber nicht besonders. Das Schöne an Mending ist, beziehungsweise Reparatur, es sorgt dafür, dass wir hier in Ruhe, also dass wir buddeln, naja, in Ruhe buddeln können wir damit nicht, aber mit Reparatur auf unserer Picke können wir beim XP sammeln diese behalten. Und da ist ein Enderman. Ja, gute Frage. Habe ich denn? Ja, natürlich habe ich keine nennenswerte, ich sag mal, Baublöcke dabei. Da unsere Picke voll ist, geht das Ganze direkt nirgendwo hin. Denn wir haben keine XP, die wir gedroppt kämen. Ich will das Netherrack haben. Ich will mich hier hochstecken. Um das Netherrack. Quatsch. Das Quarz hier abzubauen. Da wir keine XP kriegen, sondern Behutsamkeit hier drauf haben, können wir hier fast in Ruhe buddeln. Ich nehme mal ein bisschen Dirt. Wäre vielleicht besser. Obwohl ich eigentlich diese Woche in dieser Folge eigentlich schon mit der Eisenfarm anfangen wollte. Aber egal. Dann fange ich damit halt wann anders an. So einfach ist es nun mal. So. Da wir, wie gesagt, keine XP kriegen, repariert sich auch unsere Picke nicht. Aber sollten wir XP erhalten, durch zum Beispiel das Töten von Monstern oder das
normale Abbauen von Erzen. Kriegen wir erstmal Damage? Nein, natürlich nicht. Na komm, lass mich mich hier hochstecken. Kann sich unsere Dings, unsere Picke von alleine reparieren. Das heißt, die XP, die dann die Monster hätten an uns geben müssen, geben sie dann der Picke. Deswegen werde ich auch in naher Zukunft eine XP-Farm bauen. Irgendwo da in den Minenschächten. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass die Picke nicht kaputt geht, denn ansonsten waren die Enchantments umsonst. Das heißt, es war viel Arbeit, die, ich sag mal, auszubuddeln. So, dann ist ein bisschen Farming betrieben. Schwarz, gehen wir daher. So. Den Block, auf dem ich stehe, sollte man am besten nicht abbauen. Nein, den können wir später wiederholen. Kann mir jederzeit eine neue normale Pickel gleich craften. So. Hier dürfte irgendwo Feuer sein. Nein. Was haben wir da oben? Nichts Besonderes. Okay. Wir haben etwas Quarz. Okay, aber so hier runter. Da unten ist noch mehr Quarz. Will die Picke nicht beschädigen. Ja, natürlich. Ein zu viel. So, bauen wir uns mal fürs Erste zumindest hier runter. Würde ich sagen. Denn wir wollen dahin. Und natürlich haben wir jetzt keine Blöcke mehr, außer unsere Picke. Welche wir mit Beholsamkeit ausgestattet haben. So. Ja, natürlich. So. Ich sollte das vielleicht mit Fackeln markieren, was hier eine Treppe ist. Und vielleicht hier einen Block hinstellen. Okay. Dann können wir ja erstmal ein bisschen. Nein, Gold baue ich jetzt nicht ab, sonst gehen die Piglins wieder auf mich los. Ich baue jetzt erstmal ein bisschen Quarz ab. So. Umso mehr Quarz wir kriegen oder Kohle, umso mehr XP. Damit wir den Rest unserer Rüstung noch enchanten können. XP kriegt man. Naja. Ziemlich häufig. So, was haben wir hier sonst noch? Zu weit runter, zu weit runter. Hier haben wir noch Quarz. Sogar relativ viel. Bloß nicht die Picke putt machen. Ist nämlich die einzige Dia-Picke, die wir haben. Wir können uns auch aktuell keine neue craften. Und will ich eigentlich auch nicht. Wegen der teuren Enchantments. So. Ja. Oh, da ist noch Quarz vorkommen. Das nehmen wir jetzt noch schnell mit. Wir craften uns dann später eine Eisenpicke. Die können wir benutzen,
um das hier abzubauen. Wir haben ja hier jetzt Behutsamkeit drauf, also Silk Touch. Und mit Silk Touch lässt sich nun mal der Block so abbauen, wie man ihn halt findet. So, und wir haben übrigens Essensknappheit. Den Block wollte ich zwar jetzt nicht abbauen, aber egal. So, aufpassen. Okay, das war alles an Quarz, das wir haben, gefunden haben. Wo geht's zurück? Ja, hier nicht. Gehen wir mal. Unten ist. Auch noch was, das nehme ich jetzt aber nicht mit. Jetzt wieder nach Hause. Hier war das. Moment, hier war das Golderz. Das heißt, es geht. Nicht hier lang. Noch hier irgendwo lang. Da oben. Da geht's lang. Na komm, ja. Und wieder nach oben, würde ich sagen. Und schon sind wir wieder oben. Vielleicht soll ich ein bisschen hier Licht machen. Und ab nach Hause. Auch hier ist es dunkel, was uns nicht besonders juckt. Denn wir gehen jetzt pennen. Und damit endet auch die Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Part und ciao, Leute.